Ja, Margarete, ich freue mich schon. Ich übergebe das Wort an dich und ja. Wir wollen gerne jetzt wissen, was ist denn Buddhismus 2.0? Okay. Ja, ich sag mal ganz kurz, wie es dazu kommt, dass ich heute hier vorne sitze. Ich sitze ich ja auch immer in der Truppe. Ich bin, weiß Gott, kein großer Kenner dieses säkularen Buddhismus, über den ich jetzt sprechen werde. Ich bin erst 2013 überhaupt selber auf den Weg des Buddhismus gekommen und habe mich sehr interessiert und sehr viel gelesen und habe mich rein intuitiv, gefühlsmäßig so ein bisschen gerieben an dem Karma-Gedanken und der Wiedergeburt, weil ich, es gibt schon mal so Sachen, da heißt es ja, wenn einer jetzt in diesem Leben es ganz schlecht hat, das hat mit dem Karma von früher zu tun und dann gehen bei mir so ein bisschen die Nackenhaare hoch. Aber ich hatte keine Zeit, mich damit näher mit zu beschäftigen, das war einfach ein Gefühl. Und dann bin ich aus dieser Buddhismus-Aktuell-Zeitschrift von Februar 2013 bin ich auf den Stephen Batchelor gestoßen, der nennt etwas, was ich gleich beschreiben werde, Buddhismus 2.0. Und da wird genau solche Sachen wie Wiedergeburt, Karma etc. werden da so in Frage gestellt oder wie auch immer. Und dann wollte ich mich damit näher beschäftigen und das hier mal zum Thema machen. Dann habe ich im Urlaub daraus quasi so ein Referat geschrieben. Das stützt sich auf 2, 3 Texte im Wesentlichen. Natürlich habe ich auch in die Bücher geguckt. Und ich würde euch das einfach lesend vortragen. Leider auch nicht mit irgendwelchen schönen technischen Möglichkeiten. Das kann ich nicht. Ich kann einfach nur ablesen. Und freue mich dann, wenn wir darüber diskutieren können, weil ich auch Interesse an dem Austausch habe. Ich habe da eigentlich mit keinem so bis jetzt näher drüber gesprochen. Ja, ich werde, das Referat ist quasi zweigeteilt. Einmal stelle ich den Standpunkt von dem Stephen Batchelor dar mit seinem säkularen Buddhismus. Und dann im zweiten Teil gibt es vor allem von Alfred Weil eine Schade, dass der Georg nicht da ist. Eine Antwort darauf, eine Kritik und ich mache am besten vielleicht nach dem Standpunkt vom Bachelor einen Schnitt, habe selber so ein paar Fragen hier formuliert zur Diskussion und dann könnten wir darüber sprechen und wenn dann Interesse besteht, könnten wir ja auch über diese Kritik, die von anderer Seite schon mal kam, auch sprechen. Ja? Könnte sein, dass einer von euch auch noch viel mehr weiß über das Thema. Ich fange einfach mal an. Ich fange mit einem Zitat an, aus dem berühmten Buch, sag ich mal, von Stephen Batchelor, Buddhismus für Ungläubige, das schon vor langer Zeit, vor Jahrzehnten erschienen. An den Buddhismus muss man nicht glauben und schon gar nicht an Wiedergeburt und Nirvana. Der bekannte, nee, stimmt nicht, ist kein Zitat aus dem Buch, ich habe Quatsch gesagt. Der bekannte britische Buddhist und Bestseller-Autor Stephen Batchelor befreit die fernöstliche Weisheitslehre vom religiösen Überbau und beweist, dass sie vor allem eine praktische Anleitung für ein authentisches Leben im Hier und Jetzt ist. So lautet der Klappentext des Buches Bekenntnisse eines ungläubigen Buddhisten. Hier, das hat er später geschrieben, wie er praktisch auf seinen Weg kam. Und dieses Referat stellt sich zur Aufgabe, die inhaltlichen Begründungen dieses nicht unbescheidenen Projektes zu durchleuchten. Als erstes werde ich eine Skizze anfertigen von dem Phänomen, das unter dem Begriff säkularer Buddhismus durch die westliche Welt segelt und an Fahrt aufnimmt und im Rückgriff auf einen Text von Higgins auf einige Wurzeln dieser Strömung eingehen. Der Begriff säkularer Buddhismus ist, also das ist quasi identisch mit dem Buddhismus 2.0 hier, ist erst in den letzten Jahren aufgetaucht und bezeichnet bestimmte Entwicklungen der letzten 2 Jahrzehnte bei buddhistischen Praxisgruppen und Lehrern im Westen, insbesondere im englischsprachigen Raum. Die sich ihm zugehörig fühlenden Menschen möchten Gedanken und Praxisformen entwickeln, die mit ihrer eigenen Kultur und deren westlichen Werten und Denkmodellen in Einklang stehen. Eine Adaption des Dharma ist nichts Neues in der Entwicklung des Buddhismus. Alle Gesellschaften und Kulturen, die mit ihm konfrontiert wurden,
nahmen ihre eigenen Interpretationen des Dharma sowie eine Anpassung an die kulturellen Eigenarten vor. Jetzt gehe ich so ein bisschen auf den Begriff säkularer Buddhismus ein. Was meint das Wort säkular? Das ist also hier in verschiedenen Bedeutungen zu verstehen. Durch seinen Wortursprung, nämlich Säkulum, das jetzige Zeitalter, wird der Bezug zu unserer Zeit hergestellt. Der säkulare Buddhismus hat sich zum Ziel gesetzt, den Dharma zu einer fruchtbaren Quelle für Menschen in diesem Jahrhundert zu machen. Dazu müssen nach Meinung seiner Protagonisten einige Doktrinen aus früheren Jahrhunderten, die, wie angenommen wird, nichts mit Buddhas Lehren zu tun haben, eliminiert werden. Da gehe ich noch drauf ein, was das im Einzelnen damit gemeint ist. Oft wird säkular auch als dichotomer Begriff zu religiös verwendet und verstanden. Und was die Religionen betrifft, gibt es einen jahrhundertelangen Trend in der Entwicklung westlicher Religionen, den man als Säkularisierungsprozess auffassen kann. Auch im Christentum gibt es seit den 50er, 60er Jahren Menschen, einschließlich Priestern, die ihre Aufgabe darin sehen, Zitat, wieder zu erfassen, was Jesus tatsächlich sagte und möglicherweise meinte, wie man dieses Leben gut leben sollte. Dieses Ziel haben in Bezug auf Buddha auch die säkularen Buddhisten und so wundert es nicht, dass es einen regen Dialog zwischen säkularen Christen und Buddhisten gibt. Solche Säkularisierungstendenzen werden zunehmend akzeptiert, andererseits von den institutionellen Religionen sehr kritisch beobachtet und kommentiert. Insbesondere dogmatische Glaubenssätze werden gegen die neuen Entwicklungen verteidigt. Was das inhaltlich im Fall des Buddhismus bedeutet, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt hören, nämlich in dieser Kritik von dem Alfred Weil. Der ist praktisch der Vertreter der Kritik hier. Die geistigen Wurzeln des säkularen Buddhismus sind in der deutschen Philosophie aufzuspüren. Hier wird von Heidegger und von Nietzsche gesprochen. Ein weiterer Baustein ist die Hermeneutik, das heißt die Theorie über die Auslegung von Texten und ihr Verstehen. Das ist ganz interessant, denn die Hermeneutik räumt ein, dass kein Text über eine objektive Gültigkeit verfügt, sondern dass beim Verstehen immer eine Fusion der Worte des Autors und der produktiven Aufnahme und Verarbeiter durch den Leser geht. In diesem Sinn geht der säkulare Buddhismus vor. Er will zu den frühesten Texten des Buddhismus zurückkehren, dem Pali-Kanon, um sie in diesem hermeneutischen Sinn zeitgemäß zu interpretieren. Es wird dringend darauf hingewiesen, dass es keinen unverfälschten, in Anführungsstrichen, Dharma gibt, denn alle Textinterpretationen von buddhistischen Lehren sind innerhalb einer bestimmten Kultur- und Zeitepoche entstanden. Was für eine Skizze vom säkularen Buddhismus ist vor unserem Auge beim ersten Hinschauen entstanden? Es handelt sich um eine nicht-institutionelle Entwicklungsrichtung. Batchelor spricht von einer Reformbewegung, die sich selbst als typisch buddhistisch versteht, da sie von einem aufgeschlossenen Skeptizismus geprägt ist und sich bemüht, den Dharma in diesem Säkulum für die Menschen lebendig und heilsam werden zu lassen. Inhaltlich ist das auffallendste Merkmal das Ablehnen jeglicher metaphysischer Aussagen, was im Buddhas Sinne sei. Also alles, was über Spekulationen, was kommt nach dem Tod etc. dann hinausgeht. Ob das im Buddhas Sinne sei, da können wir auch dann gleich nochmal drüber sprechen und was hören. Stephen Batchelor ist laut Buddhismus aktuell, dieser Zeitschrift, Zitat, einer der profiliertesten Querdenker, in Anführungsstrichen, in Klammern nochmal, des Buddhismus. Gemäß seinen eigenen Worten befasst er sich mit der, Zitat, Möglichkeit einer vollständigen säkularen Neudefinition von Buddhismus. Wer ist dieser Mann und was motiviert ihn und was legitimiert ihn, ein solches Projekt ins Leben zu rufen? Stephen Batchelor, Jahrgang 1953, britischer Buddhist, 11 Jahre als ordinierter Mönch, vor allem bekannt durch sein in 9 Sprachen übersetztes Buch Buddhismus für Gläubige, ich sehe gerade Erstauflage 97. Für Ungläubige, ne? Für Ungläubige. Auch buddhistischer Lehrer, Übersetzer, tibetisch, Seelsorger und Herausgeber einer buddhistischen Zeitschrift.
Nach seinen eigenen Angaben war es wie ein Coming-out, als er eines Tages der Öffentlichkeit sagen konnte, dass er ein säkularer Buddhist ist. Mittlerweile scheint er mutiger geworden zu sein, denn er strebt eine säkulare Reformation des Buddhismus mit einem grundlegenden Überdenken der Kernideen an. Damit will er sich abheben gegen das bloße Modifizieren einer traditionellen buddhistischen Schule und nennt sein Projekt in Analogie zur IT-Welt Buddhismus 2.0. Womit gemeint ist, dass er sich vor der Aufgabe sieht, ein neues Betriebssystem für den Buddhismus zu schreiben. Kleine Änderungen an dem Programm würden hier nicht reichen. In Bezug auf die von ihm gewählte Analogie betont er selber, dass der Vergleich eine spielerische Idee sei. Batchelor zeigt sich besorgt um die Zukunft des Buddhismus. Falls dieser es nicht schafft, ein neues Konzept für die Moderne anzubieten, und schlägt vor, Zitat, den Patienten vielleicht einer etwas größeren Operation zu unterziehen. Dabei sei ihm bewusst, dass der Patient das möglicherweise nicht überleben wird. Naja. In seinem Vergleich bleibend bezeichnet Batchelor den traditionellen Buddhismus als Buddhismus 1.0 und erklärt uns, was er damit meint. Zitat, verstehe ich jede Schule oder jedes Lehrgebäude, das innerhalb der soteriologischen Weltsicht des alten Indien tätig ist. Was ist das, habe ich gedacht und habe nachgeschlagen. Soteriologie, aus von Griechisch Soteria, Rettung, Erlösung, Heil, bezeichnet die Lehre vom vollendeten Heil bzw. der Erlösung des Menschen. Also er sagt damit, dass der traditionelle Buddhismus im Grunde, ja, ich sag jetzt mal, eine Erlösungsreligion sei, aus dem alten Indien praktisch herrührend. Batchelor räumt ein, dass der Buddha aus der indischen Tradition übernommen habe, dass das Ziel des Lebens eine Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten sei, doch dies sei im Laufe der Entwicklung des Buddhismus zu einer Schlüsseldoktrin erhoben worden, die zum Fallbeil wurde bezüglich der Frage, ob sich jemand Buddhist nennen konnte. Stephen Batchelor schreibt, diese Glaubensvorstellungen funktionieren ganz einfach nicht mehr und die intellektuellen Turnübungen, die man machen muss, um sie irgendwie stimmig zu machen, scheinen kasuistisch und für viele nicht überzeugend. Deshalb liegt für ihn der Hauptunterschied zwischen Buddhismus 1.0 und 2.0 darin, dass der erste ein glaubensbasiertes System ist, demgegenüber der zweite ein praxisbasiertes. Also werde ich gleich noch so ein bisschen detaillierter ausführen. Sein Ziel ist es, die Grenzen der metaphysischen indischen Erlösungslehre zu sprengen und zu einer praxisbezogenen, postmetaphysischen Vision des Dharma zu gelangen. Wie lässt sich bei diesen scheinbar zentralen Differenzen noch rechtfertigen, dass der Buddhismus 2.0, das heißt der säkulare Buddhismus, den Namen Buddhismus zurechtträgt? Anders formuliert, was macht den Kern des Buddhismus aus? Hier setzt Batchelor dem säkularen Buddhismus klare Vorgaben. Erstens, er müsse kanonische Textquellen zu seiner Grundlage machen. Da hatte ich ja eben schon gesagt, den Pali-Kanon. Zweitens, er müsse eine schlüssige Interpretation der wesentlichen Praktiken, Glaubenssätze und ethischen Prinzipien anwenden. Und drittens, ein Modell des Dharma zur Verfügung stellen, der als Basis für eine gedeihende menschliche Existenz dienen kann. Stephen Batchelor ist sich der Größe und des Risikos seiner selbstgestellten Aufgabe bewusst. Sollte eine konsequente Umsetzung des Begriffes säkular im Buddhismus durchgeführt werden, wie würde er dann eines Tages aussehen und würde er diesen Prozess unbeschadet überleben? Trotz der Unwägbarkeiten sieht Batchelor die Notwendigkeit, einen solchen Versuch zu wagen, denn, Zitat, wenn diese Anstrengung nicht unternommen wird, dann glaube ich, dass der Dharma sich zusehends zu einer marginalen Existenz in der Mainstream-Kultur verdammt finden könnte, nur noch auf jene ausgerichtet, die willens sind, die Weltsicht des alten Indien anzunehmen. Er warnt gleichzeitig davor anzunehmen, dass es eine wahre, verbindliche, zeitlose Interpretation des Dharma geben kann. Auch er will bei seinem Projekt nicht in diese Falle, das zu denken, geraten.
Niemand könnte jemals behaupten zu wissen, was Buddha tatsächlich gelehrt oder gemeint habe. Im Übrigen bezieht Batchelor den Dharma in die Gültigkeit von der buddhistischen Rede von der Bedingtheit alles Entstandenen ein. Zitat, gleichwohl hat jede Generation das Recht und die Pflicht, die Lehren, die sie geerbt hat, neu zu interpretieren. Das war jetzt so ein erster Überblick überhaupt mal, so eine Bestandsaufnahme, so kurz die Positionen. Und jetzt würde ich inhaltlich mal auf einzelne Punkte genau eingehen, wo er ansetzt und sagt, da kann ich was finden und begründen. Die Teile, die ich jetzt beschreibe, also wo ich drauf eingehe, das ist aus einem Essay, das heißt Ein säkularer Buddhismus von 2012. Batchelor setzt bei den vier edlen Wahrheiten an, da sie unumstritten das Fundament jeglichen Buddhismus sind. Sie sind in der ersten Lehrrede niedergeschrieben, allerdings nicht als wörtliche Mitschrift dessen, was der Buddha gesagt hat, sondern als ein Text, der später entstand und in 17 Versionen in verschiedenen Sprachen überliefert wurde. Mit zwei Kritikpunkten tritt Batchelor zur textlichen Grundlagenrecherche an. Der eine gründet sich auf neuere philologische Erkenntnisse und der andere umfasst eine logische und semantische Analyse. Jetzt gehe ich auf das erste mal ein. Bei der ersten Kritik an der traditionellen Interpretation stützt Batchelor sich auf die Erkenntnisse des Philologen Norman, der in einer Arbeit von 1992 eine detaillierte philologische Analyse der ersten Lehrrede darlegt und zu dem Ergebnis kommt, dass die früheste Version des Textes das Wort edle Wahrheit nicht enthalte. Man könne aus verschiedenen Indizien schlussfolgern, dass der Text lediglich von vier sprach und man könne sogar nachvollziehen, wie der Begriff später eingefügt worden sei. Das ist ja eine wichtige Stelle. Wir sagen immer die vier Wahrheiten und wenn Buddha das Wort Wahrheit gar nicht benutzt hat, dann ist das schon auch ein Unterschied. Ne? Entschuldigung, muss ich mal gerade mal eine Verständnisfrage stellen, weil du es von, ist aber nicht edel benutzt und nicht Wahrheit benutzt. Wahrheit nicht. Beides nicht. Edle nicht, auch nicht. Aber vor allem auch Wahrheit nicht. Also sagt Norman und demzufolge Batchelor auch. Ich persönlich kann das ja nicht nachprüfen. Hier sieht Batchelor einen wichtigen Anhaltspunkt, dass der Buddha keine letztendlichen Wahrheiten verkünden wollte, so wie es auch an einigen anderen Stellen deutlich wird, dass der Buddha sich weigerte, große metaphysische Fragen anzusprechen oder zu beantworten. Man denke an das Gleichnis mit dem vergifteten Pfeil, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ne? Dass der, da geht es darum, da ist, will ja jemand das erklären, warum es keinen Sinn hat, solche Fragen zu stellen. Und da gibt das Gleichnis, da ist jemand vom vergifteten Pfeil getroffen und dann erklärt er, es hat ja keinen Sinn, zu überlegen, woher kommt der Pfeil, woraus ist der geschnitzt, was für eine Flugbahn, also hat er nicht gesagt, hat das genommen. Das bringt nichts, solche Fragen sind spekulativ und bringen nicht weiter, es geht halt rum, zack, raus und retten. Ne? Also das ist für ihn ein Indiz, dass Buddha sich eben auch weigert, metaphysische Fragen anzusprechen. Da gibt es auch noch andere Indizien für. Batchelor vermutet, dass der Begriff Wahrheit später eingeschleust wurde, um den Dharma zu profilieren und zu privilegieren. Dadurch aber wäre der pragmatische Schwerpunkt von Buddhas Lehre durch spekulative Metaphysik unterminiert worden. Er sieht sich hier mit seiner Kritik in einer Linie mit dem italienischen Philosophen Vattimo, der sagt, Zitat, wenn das Wort Wahrheit geäußert wird, dann wird auch ein Schatten von Gewalt geworfen. Das finde ich ein sehr interessantes Zitat. Das Einführen und Bevorzugen des Begriffs Wahrheit ist für Batchelor einer der wichtigsten Indikatoren, wie der Dharma allmählich von einer befreienden Praxis des Erwachens in das religiöse Glaubenssystem namens Buddhismus transformiert wurde. Nach dem Wegfall des Wortes Wahrheit bleiben vier Schlüsselbegriffe übrig, die die Grundpfeiler des Buddhismus schlechthin bilden. Batchelor nennt sie Leiden, Entstehen, also quasi wie die Ursache des Leidens, die zweite Wahrheit, Aufhören und Weg. Wir erkennen natürlich sofort die vier edlen Wahrheiten und sagen in Gedanken, ja, es gibt Leiden, die Ursache des Leidens ist das Verlangen, es gibt Befreiung aus dem Leiden
Und dies erfolgt durch das Gehen des achtfachen Pfades. Der Gedankengang der vier edlen Wahrheiten folgt einer bestimmten Logik. Und zwar in der Art, dass als erstes eine Wirkung genannt wird, nämlich das Leiden. Es gibt Leiden, hat Buddha ja da gesagt. Danach in der zweiten Wahrheit die Ursache dieser Wirkung, nämlich die Ursache sei das Verlangen. Nun in der dritten wiederum ein Resultat, also eine Wirkung, es gibt ein Ende des Leidens. Und dann in der vierten die Befreiung aus dem Leiden erfolgt durch das Gehen des Pfades. Das heißt, die Chronologie des Aufzählens folgt dem logischen Schema Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache. Und damit wird postuliert, dass Verlangen die Ursache von Leiden ist. Und an dieser Stelle setzt der zweite Kritikpunkt Bachelors ein, denn er bezweifelt, dass das von Buddha so gemeint sein könnte. Er unterzieht die gängige Interpretation einer Analyse. Ausgehend von seinem natürlichen Empfinden fragt er, wie ist Verlangen die Ursache dafür, in einem Unfall von einem Lastwagen überfahren zu werden? Auch die Erklärung dies in der traditionellen Logik bleibend sei so zu verstehen, dass es zusätzlich zu dem körperlichen Schmerz durch die mangelnde Akzeptanz des Geschehenen zu Leiden kommen würde, lehnt Bachelor ab. Denn der Buddha habe in seiner ersten Lehrrede definiert, was unter Leiden zu verstehen sei, nämlich Geburt, Krankheit, Alter, Tod und die fünf Bündel des Anhaftens. Hier sei demnach nicht von unnötigem seelischem Schmerz die Rede. Bachelor will hier nicht der tiefgehenden Interpretation zustimmen, die notwendig ist, um die Logik des Satzes Verlangen ist die Ursache von Leiden aufrechtzuerhalten. Er räumt ein, früher diesbezüglich auch Denkfehler begangen zu haben. Ihm ist schon bewusst, dass es auch vorkommt, dass Leiden als direkte Folge von Verlangen, Anhaften, Gier entsteht. Doch nach der gängigen Interpretation, dass das quasi immer so sei, dass Verlangen die Ursache von Leiden ist, würde Leiden zu einem rein subjektiven Problem mit Tendenz zum Narzissmus erklärt und dadurch die Praxis des Dharma nach innen gedreht. Die Sorge um das Leid in der Welt würde somit ausgeblendet. Also da können wir bestimmt gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. In seinem Essay begründet Bachelor seine Position anhand einzelner Übersetzungen von Begriffen und mit bestimmten Textstellen, worauf ich im Rahmen dieses Referats nicht näher eingehen möchte, weil das zu weit führt und weil ich es zum Teil auch selbst nicht begriffen habe. Den Kausalzusammenhang der vier Begriffe der edlen Wahrheiten neu, nämlich genau entgegengesetzt interpretieren, kommt er zu dieser Aussage. Zitat: Leiden ist das, was zum Entstehen von Verlangen führt, mit dessen Vergehen die Möglichkeit eines Pfades entsteht. Nachdem Stephen Batchelor sich viel Mühe gemacht hat, dem Leser quasi eine Beweisführung seiner Interpretation vorzulegen, sagt er selber an späterer Stelle, dass es für den Buddhismus 2-0 ohne Belang sei, welche Behauptungen wahr sei. Wichtig sei es letzten Endes, das Leiden vollständig zu erkennen, um dadurch das Verlangen loslassen zu können, um dadurch das Aufhören zu erleben, um dadurch den Weg gehen zu können. Und dieser für ihn folgerichtigere Zusammenhang der vier Grundelemente des Buddhismus lässt seiner Meinung nach lässt sich auf alle denkbaren Lebenssituationen anwenden. Seine Sichtweise führt ihn zu der Konsequenz, die vier edlen Wahrheiten vielmehr als vier Aufgaben aufzufassen. Und genau diese Transformation der Wahrheiten in Aufgaben sei die veränderte Wahrnehmung zwischen Buddhismus 1.0 und 2.0. Es solle nicht mehr um metaphysische Glaubensfragen gehen, sondern um Lebenspraxis. Könnt ihr noch? Ist noch ein bisschen. Er selber krönt seine Ausführungen mit dem Satz: Buddhismus 2.0 hat kein Interesse daran, ob eine solche Lebensweise zu einem endgültigen Ziel namens Nibbana, also Nirvana, führt oder nicht.
An dieser Stelle wird die Säkularität vom Bachelors Entwurf des Buddhismus des 9. Jahrhunderts überdeutlich. Für ihn kommt es auf die Praxis an. Glaubensfragen haben da keinen Platz. Er will eine andere Art von Gesellschaft verwirklicht sehen und in diesem Kontext wird auch verständlich, warum das Erwachen seine zentrale Rolle einbüßt. Am Ende seines Essays bezieht sich Stephen Batchelor auf das Gleichnis Buddhas vom Dharma als Floß. Kennt ihr das? Ja, also er wollte seinen Schülern, sagen wir mal, erklären, welche Bedeutung oder Funktion der Dharma hat und beschreibt das so, wenn man einen Fluss überqueren will und einen Floß dafür benutzt und ist an dem anderen Ufer angekommen, dann schleppt man das Floß ja nicht weiter mit sich rum. Dann hat es im Grunde seine Funktion erfüllt und kann liegen bleiben. Und darauf bezieht er sich und überträgt die mögliche Kritik an seinem Entwurf vom Buddhismus 2.0. So, er sagt, es macht wenig Sinn zu fragen, ist das wirklich Buddhismus? Also jetzt nochmal in Analogie zu dem Floß. Ne? Die einzig relevante Frage sei, schwimmt es? Das ist ja sehr pragmatisch. Ne? Jetzt gehe ich noch ein bisschen auf Wiedergeburt und Karma ein und ich glaube, dann können wir schon bald Schnitt machen und diskutieren. Eine andere verschriftlichte Quelle von Batchelors Ausführungen zum säkularen Buddhismus ist der Vortrag, den er im September 2012 auf der Tagung der Deutschen Buddhistischen Union gehalten hat. Daraus habe ich für dieses Referat ein paar aufschlussreiche Statements herausgegriffen, die bis jetzt hier noch nicht besprochen wurden. Batchelor sagt in seinem Vortrag, dass die Idee der Reinkarnation nicht zu unserem heutigen Bezugsrahmen passt. Sie sei ein Relikt aus einer vorwissenschaftlichen Zeit und dank der Fortschritte der Erkenntnisse nun überholt. Im Umgang mit Wiedergeburt sieht er für die Menschen heutzutage drei Möglichkeiten. An die Wiedergeburt glauben, nicht glauben oder zugeben, dass man es nicht weiß. Er selber entscheidet sich für die Möglichkeit Nummer drei, er weiß es nicht. Batchelor ist sich im Klaren darüber, dass der Buddha selber von der Vorstellung ausging, dass wir endlos wiedergeboren werden. Mit dem Begriff Samsara, ununterbrochene Wanderung, wird erklärt, dass wir erst aus dem Prozess der Wiedergeburten und damit aus neuem Leben in Leiden ausbrechen können, wenn wir erwacht sind und Nirvana erleben. Diese Sichtweise war im Indien zu Buddhas Zeiten das vorherrschende Denkmodell. Buddha übernahm es und akzeptierte es, also so sieht Batchelor das. In den Texten gibt es explizite Aussagen hierzu. Das Problem besteht für Batchelor darin, dass sich die Wiedergeburtslehre zu einem quasi religiösen Dogma entwickelt hat, sodass es oft hieß, man könne kein Buddhist sein, wenn man ihm nicht anhängt. In diesem Zusammenhang gewinnt auch der Begriff Karma an Bedeutung, ein Wirkprinzip, das Batchelor anerkennt, doch im Unterschied zu dem, was der religiöse Buddhismus häufig lehrt, sah der Buddha das Karma allein noch nicht als ausreichende Erklärung für die individuelle Erfahrung. Er selber krönt seine Ausführungen mit dem Satz, nein, falsch, ich habe hier einen Einschub gemacht, ich habe nämlich noch einen anderen Text. Ich hatte nämlich später noch einen guten Text gefunden zu dem Wiedergeburt und Karma. Ich habe später einen Artikel noch zugeschickt bekommen, der dann erst übersetzt worden war nach meinem Referat, das heißt Keine Zukunft in einem Papageienei von Batchelor. Da schreibt er, wie andere Religionen lehrt der Buddhismus eine mechanische Moral von Strafe und Belohnung, deren Früchte vor allem nach dem Tod geerntet werden. Und auf die Frage, warum Menschen solche Vorstellungen entwickeln und aufrechterhalten, sieht er folgende Gründe. Jetzt zitiere ich einen Abschnitt aus dem neuen Text. Aber die natürliche Welt ist nicht fairer oder gerechter, als sie grausam ist. Fairness, Gerechtigkeit und Grausamkeit sind menschliche Attribute und wir neigen dazu, sie auf nichtmenschliche Wirklichkeiten zu projizieren. Wenn der Löwe seine Zähne ins Genick einer Antilope schlägt, begeht er nicht eine grausame und böse Tat, für die er in einem nächsten Leben bestraft werden wird.
genauso wenig wie die Antilope ihre gerechte Strafe bekommt für etwas Garstiges, das sie in einer früheren Existenz getan hat. Aber so würde klassischer Buddhismus das verstehen. Sagt er, ich kann es nicht überprüfen. Natürlich ist es tragisch, dass eine begabte junge Musikerin einen langsamen, quälenden Tod an Multiple Sklerose sterben muss, genauso wie es anstößig ist, dass ein korrupter, mörderischer Politiker ein langes und gesundes Leben im Luxus führen kann. Aber diese Tatsachen als die Konsequenzen von Handlungen zu erklären, die in früheren Leben verübt wurden, und sich damit zu beschwichtigen, dass es nach dem Tod Gerechtigkeit geben werde, bedeutet, sich an Tröstungen zu klammern. Solange jemand an einer solchen Metaphysik festhält, desto weniger wird er geneigt sein, sich der Suche nach einem Heilmittel für Multiple Sklerose zu widmen oder eine Kampagne für Transparenz und Rechenschaftspflichten in der Politik zu führen. Also da sagt er wieder ganz deutlich, es geht nicht um Glauben, es geht um Pragmatismus. Ich will handeln. Wie rechtfertigt Batchelor seine Neuinterpretation des Dharma? Während er im Zuge der Überwindung des traditionellen Buddhismus mit einer philologischen Analyse der ersten Lehrrede versucht nachzuweisen, dass Buddha etwas gar nicht gesagt hat, nämlich den Begriff Wahrheit, ist seine Umgangsweise mit der Wiedergeburtslehre anders. Batchelor räumt ein, dass Buddha sehr wohl von Wiedergeburt spricht, sie also als gegeben ansieht, subtrahiert jedoch dann dieses metaphysische Element vom Buddhismus, da es in die heutigen quasi wissenschaftlichen Denkmodelle westlicher Kultur nicht mehr passt. Zitat: Mir scheint es sehr schwierig zu sein, die Idee der Reinkarnation mit den gegenwärtigen Konzepten von dem, was und wer wir sind, in Einklang zu bringen. Und seinen Eingriff legitimiert er so: Auch der Buddha selbst unterlag der Beschränkung durch das Weltbild seiner Zeit. Und Batchelor sucht sich Unterstützung bei einem englischen Buddhismusforscher, Trevor Ling, der in einem Buch vor 50 Jahren ausgeführt hat, dass Buddhismus nie als Religion gemeint gewesen sei, sondern als neue Kultur. Batchelor nennt seine inhaltlichen Streichungen selber einen Prozess der Auslese. Zitat: Durch diesen Prozess der Auslese gelangen wir möglicherweise zu einem klareren Bild dessen, was spezifisch für die buddhistischen Lehren ist und nicht aus der indischen Kultur ihrer Entstehungszeit abgeleitet werden kann. Seiner Meinung nach bleiben 4 Schlüsselgedanken übrig. Erstens das Prinzip der Bedingtheit. Zweitens der Prozess der 4 edlen Wahrheiten. Also er müsste jetzt eigentlich schreiben Aufgaben. Die Praxis der Achtsamkeit. Und viertens die Betonung des sich auf sich selbst Verlassens. Auf Englisch sind diese 4 Ps, Principle, Process, Practice, Power, für Batchelor die vollständige Basis der Dharma-Praxis. Er schließt seinen Vortrag mit den Worten, Zitat: Erwachen ist kein Zustand, den Sie erreichen oder der Ihnen einen privilegierten Zugang zur Wirklichkeit verschafft, sondern ein fortlaufender, wahrscheinlich nie endender Beziehungsprozess zur Welt. Genau diese Welt sei es, mit der sich der säkulare Buddhismus befassen will. Ja, das sind jetzt im Wesentlichen so die Standpunkte und die Begründung, auf die er sich stützt. Und wenn ihr einverstanden seid, also der zweite Teil wäre ja die Kritik, vor allem vertreten durch Alfred Weil. Wenn ihr einverstanden seid, ich hatte so ein paar Fragen formuliert, die mir selber gekommen sind, die wir auch für eine Diskussion hier nutzen sollten. Dann würde ich die vortragen oder wir diskutieren einfach straflos ohne diese Fragen. Soll ich mal ein bisschen was vorlesen? Ich habe da ja viel drüber nach. Also, erstens wäre es denkbar, dass der Buddha, der im Allgemeinen metaphysische Aussagen ablehnte, von Samsara so überzeugt war, dass er deswegen hier eine Ausnahme machte. Zweitens, hat Batchelor das Recht, eigenhändig die metaphysischen Elemente aus dem Buddhismus zu subtrahieren? Ist sein Vorgehen inhaltlich ausreichend begründet oder eine brutale Anpassung des Dharma an das 21. Jahrhundert? Drittens, ergeht es Batchelor so wie den Blinden, die werden auch in buddhistischen Beispielen oft genannt, die an Kopf
Ohr, Rüssel, Rumpf, Fuß etc. des Elefanten geführt werden, um ihn dann zu beschreiben und am Ende in Streit über die von ihnen gefundene vermeintliche Wirklichkeit geraten. Mit anderen Worten, welchen Teil des Dharma hat Batchelor untersucht? Viertens, wenn Batchelor den Ursache-Wirkungszusammenhang in Bezug auf Leiden und Verlangen in seiner Interpretation auf den Kopf stellt, also genau umgedreht, geht er dann eventuell in die dualistische Entweder-Oder-Falle, also dass es nur entweder so ist oder so, und ebenso auch bei der Gegenüberstellung von Buddhismus 1.0 versus Buddhismus 2.0. Und zum Schluss möchte ich von dem Gleichnis vom Floß auch ausgehend selber eine letzte Frage formulieren. Batchelor hatte ja am Ende vorgeschlagen, nicht zu fragen, ist das wirklich Buddhismus, sondern schwimmt es? Und meine Frage ganz zum Schluss, und dann können wir mal diskutieren, heißt, kommen wir damit bis ans andere Ufer oder kommt es darauf gar nicht mehr an? Vielleicht können wir es so machen, dass wir deine Fragen alles mal durchgehen. Ich finde das schon ganz gut, wie das gemacht ist. Ich für meinen Teil fühle mich bei dem, was du über Herrn Batchelor gesagt hast, oder was Herr Batchelor gesagt hat, sehr, sehr wohl, muss ich sagen. Also mehr als unterschreiben. Natürlich habe ich Schwierigkeiten damit, ob man den Buddhismus wirklich so weit jetzt reduzieren oder anpassen kann, darf. Das müssen wir sehen. Aber ich sehe in der Konsequenz genau das, was du ganz zum Schluss formulierst. Es kommt nicht mehr darauf an, das andere Ufer zu erreichen. Es kommt auf den Weg an. Mhm. Das sagt er ja selber auch. Erwachen wäre gar nicht mehr wichtig. Ne? Ja, aber ich verstehe aus eben diesem Grunde nicht, wieso er da so ein Riesending draus macht. Also mir stellt sich viel mehr die Frage, muss ich von Religion sprechen oder sollte ich eher Religion und Spiritualität mal differenzieren? So, also das ist für mich eher eine zentrale Frage, weil ich hatte so ein bisschen, also ich kenne ja jetzt sein Buch nicht, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es geht hier darum, der Religion was entgegenzusetzen. Also es war auch in einigen Worten so, was entgegenzusetzen. Dann dachte ich, darum geht's doch gar nicht. Also er hebt das ja auf mit diesem Floß dann, weil letztendlich geht's wirklich um die Praxis, ja, um das Floß. Ja, um die Übung und damit zu sein. Aber also ich habe gedacht, braucht es das jetzt auch noch? Buddhismus 2.0. Mhm. Ja. Ja. Und wer braucht das? Also ich merke so, da ist vielleicht schon ein Bedarf in der Gesellschaft da. Ja, also einen Rahmen dafür zu bekommen. Das Problem ist, wir haben so jetzt ganz, ganz, ganz viele, viele Fragen angesprochen. Ich fange auch mal bei den letzten an. Ne? Also ich sag mal so, ich komme aus einer buddhistischen Tradition, die mit dem, was du da so beschrieben wenig zu tun hat. Es kommt letztlich auch auf diese Haltung an und um den Weg. Wobei ich jetzt aber gerne noch einen Satz sagen möchte zu Samsara und Nirvana. Eigentlich ist immer beides da. Ne? So lehrt es meine Tradition. Es sind einfach nur verschiedene Konzepte. Das, was hier ist, ich nenne es jetzt mal die wahre Wirklichkeit, um auch die Überschreitung den Begriff zu bezeichnen. Das hat was damit zu tun, dass wenn du so etwas tust, also wie zum Beispiel jetzt eine Sazen-Haltung einzunehmen, dass du dann ja eigentlich schon genau da drin bist, das vollziehst. Ja, das ist ja, wenn du so willst, jetzt Religionswissenschaft, ein Ritus, wo immer der Gegenwartsbezug da ist. Ja, wenn jetzt Weihnachten in der Kirche geht, sagt der Pfarrer, heute ist Christus geboren. Der meint das auch so. Es geht nämlich um Wissenschaft. Es geht jetzt um diese Aussage. Und der meint das so. Wenn ich sage, ich setze mich hin und ich praktiziere, dann ist genau das, das klingt da zwischendurch mal an, dass du vielleicht graduell oder wie auch immer Nirvana erreichst. Weil es ist immer da. Es kann nicht immer kommen, woher soll es kommen? Es gibt ja nichts anderes, wo es herkommen kann. Aber du musst da sein. Verstehst du? Das ist eine ganz andere Sichtweise. Ja, ja. Und also jetzt kann man sich auch an dem Begriff Samsara festbeißen, natürlich von der Wortbedeutung und von der Geschichte her. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich wusste das nicht. Ich will nachher mal überprüfen. Ich glaube aber, dass der Buddha natürlich aufbauen musste auf dem Gedanken seiner Zeit, aber so etwas gemacht hat wie eine neue Interpretation von bestimmten Begriffen in seinem Sinne, wie er es gemeint hat. Deswegen ist es dann immer schwierig, wenn so Wissenschaftler hingehen
Und dann da sagen, ja, das ist schon seit vielen, vielen tausend Jahren, ist dieser Begriff so gebraucht sein. Mag ja so sein. Ist auch nicht falsch. Aber vielleicht hat das mit dem, was der Buddha wollte, gar nichts mehr zu tun, weil er diesen Begriff ganz genau anders gebraucht hat. Das ist ein großes Problem zum Beispiel. Das ist, wie können wir das nicht, zum Beispiel nicht übersetzen, weil wir das nicht genau wissen. Ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Punkt mit diesen vierfachen Wahrheiten, als Beispiel jetzt auch, dass es Untersuchungen darüber gibt, dass eigentlich diese Kette des zwölfgliedrigen Entstehens die Grundlage dafür ist, dass er über diese vier Dinge sprechen kann. Verstehst du? Wenn das bedingte Entstehen nicht sozusagen als Vorerkenntnis da ist, dann ist das, was du auch ausgeführt hast, natürlich nicht möglich zu sagen, es gibt Leiden, ja, es gibt, also es gibt Ursachen dafür, es gibt, man kann es beenden und es gibt auch den Weg dafür. Ja. Das ist dann vielleicht aber lehrdidaktisch oder auf entwicklungsdidaktisch in der Lehre notwendig, so etwas zu tun, das auch als erste Lehrrede zu bezeichnen. Ob es tatsächlich so war, ist dann nicht mehr wichtig. Verstehst du? Ist nicht wichtig, weil es letztlich ja nur noch um den Weg geht. Dass die Leute begreifen, aha, ich muss mit diesen Dingen jetzt, das ist jetzt sozusagen ne, die Substanz dessen, was gelehrt wird. Kennst du mich meinen? Das ist so ein bisschen mein Ansatzpunkt. Ja. Das sagt er doch auch letztendlich. Ne? Ja, ja, das sind da viele Ähnlichkeiten da. Und ich muss sagen, also ich weiß, dass der Bachelor aus dieser ganzen tibetischen Tradition kommt. Nee. War doch viele, viele Jahre in Dauer. Ja, aber der man kann ihn nicht dazu, also ich würde ihn nicht dazu ordnen. Er hat da was gemacht. Ja, aber der ein Mensch bei denen. Aber er denkt nicht so. Nein. Der denkt auf der Basis des Pali-Kanons. Also das kann man bei den Tibetern wohl wahrlich nicht sagen. Ne? Aber also, er hat einen Bezug dazu. Er hat einen Bezug dazu, das ist klar. Also er hat dann Nagarjuna übersetzt und sowas. Er war in Dharam Salam, hat er viele, viele Jahre gelebt, ist dort ordiniert worden und hat sich natürlich weiterentwickelt. Ne? Mhm. Pali-Kanon ist deswegen schwierig, weil das eben nur diese Geschichte ist, die 500 nach Christus in Sri Lanka aufgeschrieben worden ist. Es gibt auch sowas wie einen Sanskrit-Kanon. Ja, Pali ist eine Sprache, Sanskrit ist auch eine Sprache aus dem alten Indien. Bloß dieser Sanskrit-Kanon ist weitgehend verloren gegangen, ist aber im Chinesischen, das Chinesische übersetzt worden. Und weitgehend dort sind da ganz, ganz viele Texte da, wo man das auch rekonstruieren kann. Da bezieht er sich auch drauf in seinen Ausführungen. Also er vergleicht die Texte miteinander und sagt, die Chinesen sagen es ja ganz anders und so weiter. Da bin ich jetzt auch in einer ganz anderen Tradition eigentlich, weil das, was ich jetzt mache und so weiter, das geht im Zen-Buddhismus. Das ist eine ganz andere Entwicklung dann im Mahayana. Ne? Ja. Und diese ganze Geschichte mit Karma und Wiedergeburt ist eigentlich nicht wichtig. Sie haben ihm da gesagt, nee, weiß ich nicht. Das glaube ich nicht, im Zen-Buddhismus vielleicht, aber nicht im Mahayana, das kann man nicht sagen. Ich habe gesagt, in der Richtung... Im Zen-Buddhismus, okay, das kann ich aber nicht. Wir sprechen darüber nicht. Wobei, dann wiederum, man kann nicht sagen, das ist wichtig oder nicht wichtig. Also eine Sache wichtig jetzt für mich jetzt als Europäer, also wenn ich mich mit Entwicklungen in einer Familie negativ beschäftige, als Krankheit, da spricht man heute von Strukturen in einer Familie. Das heißt, eine Weitergabe oder Verdichtung von bestimmten Verhaltensweisen über ganz viele Generationen. Was hat zum Beispiel in einer sogenannten Suchtstruktur zum Tragen kommt. Wenn man das unter Karma versteht, dann bin ich dabei. Verstehst du? Mhm. Aber das ist überall das Problem, dass wir in der Rezeption der Lehre noch gar nicht so weit sind, dass wir wirklich wissen, was wir genau damit meinen. Das heißt, jeder redet über Karma oder Wiedergeburt und ich weiß eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Ich verstehe es nicht, auf Deutsch gesagt. Also ich habe, was ich jetzt in den neuesten Artikel gelesen habe, war ich echt ein bisschen schockiert. Da beschreibt er, wie die traditionellen Buddhisten, wer auch immer das jetzt im Einzelnen dann bitte sagen möge, das sehr eng sehen. Also dass die wirklich denken, die Antilope, die hat da irgendwann mal Scheiß gebaut und jetzt ist sie dran mit der Blöde. Ja. Das ist bodenlos. Ich weiß das auch nicht. Halt das für bodenlos Unsinn. Ja, haben die Idee, also die Idee ist, dass man mit seinem Verhalten jetzt einen Samen sät, sozusagen, der dann aufgehen kann, wenn die richtigen Bedingungen entstehen, was die Überprüfbarkeit dieser Theorie völlig unmöglich macht, weil man ja immer sagen kann, die richtigen Bedingungen waren jetzt nicht da, damit jetzt dieser Samen jetzt sozusagen sprießen konnte. Und dann kann es sein, dass wenn jetzt die Bedingungen da sind, der Löwe ist da, die Antilope ist da, was weiß ich, ja, dann wird die Antilope halt gefressen, ja, und dann würde tatsächlich der klassische traditionelle Buddhismus sagen, das kann, das ist der Struggle daran, es kann eine karmische Ursache haben, es kann aber auch einfach was damit zu tun haben, dass Löwen eben nur mal Antilopen fressen. Eben. Bei Löwen und Antilopen oder bei Erdbeben zum Beispiel kann man ja nicht sagen, dass all diese Menschen
die jetzt sterben bei dem Erdbeben, dass die alle jetzt alle diese schlechte Karma hatten, obwohl man das ja auch begründen könnte und so. Also da so ganz klar ist das nicht. Das lässt sich nicht beweisen und nicht widerlegen letzten Endes. Ja, aber wenn man schon offen lässt, kann man die Theorie eigentlich dann auch fallen lassen. Genau. Ja. Das macht keinen Sinn, wenn man das. Sie könnte ja stimmen, aber wieder das Wetter nach dem Hahn, ne? Richtig. So sehr ist es jetzt auch meine Sichtweise darauf. Also muss man jetzt aufpassen. Ich bin ja auch eine Meinung jetzt einfach. Aber es kann ja trotzdem stimmen. Das ist so wie die Chaostheorie. Das jetzt mit dem Schmetterling. Ich bin jetzt kein Experte in der Chaostheorie. Es kann ja stimmen. Aber du kannst es eben. Du kannst es aber nicht beweisen. Du kannst es nur. Angesprochen hat, dass es im Prinzip Karma in irgendeinem Gerechtigkeitsmodell für das nächste Leben oder so ist. Das man damit. Nee, das ist aber genau das Problem. Du darfst, wenn das Religion moralische Kategorien anlegt, das ist nicht so gemein. Also das ist doch definitiv so. Mhm. Immer dann, wenn man anfängt, das zu bewerten, läufst du garantiert in die falsche Richtung. Ich habe das ja auch nicht so aufgepasst. Ich habe so Thematik jetzt auch erst in den Vortrag so gehört. Aber ich halte das für sehr problematisch, was da so gesagt wird. Ich kenne das so überhaupt nicht. Und das, was du gesagt hast, dass es das Wichtigste normal bei den Buddhisten gibt, wo also dann auch solche Dinge bewertet werden. Das ist nicht eine Bewertung. Das wird ja wie ein Mechanismus, ein natürlicher Mechanismus, der abläuft. So wird das gedacht. Also es wird nicht so gedacht, dass jemand straft, wie es vielleicht im Christentum, wie wir jetzt, gesagt würde, sondern es wird so gesehen, du hast automatisch, hast du bestimmte Chancen. Die Chance-Chance-Verhältnis ändert sich. Weil du etwas tust, was unethisch ist, wird ja auch etwas Negatives passieren. Ja, aber es ist keine Strafe, sondern es ist wie, wenn ich jetzt an dem Hebel ziehe, dann geht die Maschine an. Aber nicht ganz so dogmatisch, weil man weiß eben nicht, ob die Maschine angeht oder nicht und wann sie angeht. Also ich verteidige das nicht. Ich sag nur, so ungefähr was der klassische Buddhismus dazu sagt. Du bist aber dran. Ja, ich glaube einfach, das Problem ist, sobald man irgendetwas zur Religion macht, fängt es mit Glauben an. Mhm. Und Spiritualität ist das Praktizieren, das Üben. Mhm. Und dann schon mit so einem Ursache-Wirkungsprinzip. Und deswegen finde ich diese Unterscheidung, gerade in der heutigen Zeit, viel wichtiger. Und es gibt ja Menschen, die reden da ja schon länger drüber, also zum Beispiel Fred von Allem. Ja, wo ich auch das Glück hatte, da einen Vortrag zu hören, wo ich einfach gemerkt habe, ja, also Religion, und das ist das, was er beschreibt, er zieht da Sachen ran, wo ich dann den Eindruck habe, ja, da geht es darum, auch so Dinge festzunageln. Die sagen das so und so. Das hat für mich was Religiöses. Spiritualität öffnet sich und Spiritualität macht auch keine Unterscheidung mehr, ob er ein Christ ist oder ob da ein Zen-Buddhist ist. Ich lebe spirituell. Du würdest ja auch sagen, du lebst spirituell. Das wissen wir jetzt ja. Weil nein, ich sehe das ein bisschen anders. Das ist Haarspalterei. Ja, das ist schon schwierig. Sobald jetzt Sinnfragen beantwortet werden, ob nun den Spirituellen nehmen, dann ist es Religion. Ja. Dann ist es was Religiöses. Alles, was jetzt Sinnfragen rausnimmt, also woher komme ich, woher gehe ich, gibt es ein Leben nach dem Tod, gibt es Wiedergeburt oder was, wenn man das rausnimmt, also völlig säkularisiert, kann man sich ja auch von dem Gedanken der Religion völlig trennen. Ja, ich glaube, darauf der Bachelor ist halt auch irgendwie ein Marketingmensch. Mhm. Wenn du jetzt so schwammige Thesen da aufstellst, dann kommst du nicht über. Also was macht der? Er macht eine klare Schwarz-Weiß-Betrachtung, und sagt, das sagen die alten Buddhisten, das mache ich jetzt als neuer Buddhismus, und tut so, als wäre er jetzt derjenige, der was völlig Neues postuliert. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also wenn du jetzt meinetwegen zum Beispiel jetzt zu dem Fred von Alm gehen würdest oder zum Goldstein oder so, dann sind die ja sehr praxisorientiert. Die wollen ja gerne, dass man meditiert und daraus was lernt und so weiter. Also das im Grunde, was er ja auch sagt. Er macht ja aus den vier edlen Wahrheiten Aufgaben. Ne? Es geht ihm darum, dass du jetzt also übst und an dir arbeitest. Also das formuliert nicht so, aber so ähnlich. Ja? So, und das machen die auch. Also man kann nicht sagen, er steht da und alle anderen Buddhisten stehen jetzt auf der anderen Seite. Ne? Sondern faktisch ist es so, er steht da und manche stehen ziemlich nah bei ihm, manche stehen etwas weiter weg, und dann gibt es einen Hardcore-Kern von ganz traditionellen Buddhisten. Ne? Aber er macht diese Spaltung, damit er seinen Punkt machen kann. Deswegen auch Buddhismus 2.0 und so weiter und so weiter.
Ich habe vor kurzem einen Aufsatz in der Buddhismus aktuell gelesen, wo eine Frau sagte, erstaunlicherweise, wenn man heute in buddhistischen westlichen Kreisen darüber Wiedergeburt reden würde, so ungefähr, aber ich müsste es nochmal genau nachlesen, ja, dann würden alle so eher zweifelnd gucken und so. Man wird das im Grunde gar nicht mehr ansprechen. Also solche Positionen gibt es auch und da rennt er dann offene Türen ein in gewisser Weise. Ja, den Eindruck habe ich. Also ja. Aber für mich hat das eher was Trennendes. Ja, weil er seinen Punkt machen will. Ja. Für mich hat das sowas wie eine, wie so eine Reformation, die es im Christentum gegeben hat, zurück zu den Texten damit Luther. Und das versucht er ja auch zu sagen. Also wir müssen zurück zu den Texten und da hermeneutisch uns reingraben, was der Buddha wirklich gemacht hat. Also es erinnert mich sehr an die Zeit, wo das Christentum in so einem Punkt war, wo sie mit Luther wieder versucht haben, zurückzukommen. Gleichzeitig sagt er aber, es muss schwimmen. Also es ist für mich paradox, wenn ich einem Text so sehr folge, dann verliere ich die aktuelle Lebenspraxis. Oder wenn ich der aktuellen Lebenspraxis sehr folge, kann ich die Hermeneutik, die Entschlüsselung der Hermeneutik, was nie gelingen, wie ist ein Text von vor 3000 Jahren oder so auszulegen? Oder was wurde vor 3000 Jahren wirklich gesprochen? Das werden wir nie mehr herausfinden. Müssen wir uns einfach mit abfinden. Und genauso wie wir nicht herausfinden werden, ob es Erwachen gibt oder ob es Wiedergeburt gibt. Und ich glaube, was ich für mich jetzt tragisch an diesem Ansatz finde, ist, dass der, nehme ich mal wieder ein Wort aus der westlichen Welt, diese Entzauberung der Welt so vorantreibt, dass er eigentlich das, das, was den Buddhismus so charmant macht durch die Lebenspraxis und auch die Hoffnung, die manche dran haben, wenn man das Spiritualität oder Religion, das ist eigentlich egal, dass eben mit diesem Leben nichts zu Ende ist oder dass vor diesem Leben vielleicht schon was war. Ich sage ehrlich, ich weiß es ja nicht und mir ist es auch nicht so wichtig. Aber für Leute, für die das wichtig ist, wird da viel Gutes genommen. Also ich finde es sehr radikal und mir gefällt es nicht so. Also ganz vom Bauch aus jetzt. Ich kann das nicht intellektuell besser machen. Also die Frage, ob nach dem Leben alles zu Ende ist, muss ja nicht unbedingt eine Wiedergeburtstheorie begründen. Das muss man schon mal davon trennen. Ja. Das würde ich nochmal mal sagen. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, über welchen Wiedergeburt sprechen wir eigentlich? Ist das jetzt so das Samsara-Verständnis, dass irgendwas von unserer Materie und von unserem Geist sich in irgendwelchen Dingen dieser Welt, sei es Tiere, Stein oder Pflanze, wiederfindet? Oder ist es die Wiedergeburt vielleicht tatsächlich so gemeint wie im tibetischen Buddhismus, wo sich der Geist also so und so viele Tage nach dem Tod ganz gezielt die Geburt eines neuen Menschen sucht und dort dann inkarniert? Welche Wiedergeburt ist jetzt eigentlich gemeint? Was ist Wiedergeburt? Ja eben, da muss jeder für sich dran arbeiten, was das für ihn. Ja, wobei ich da glaube schon, dass also auch, sagen wir mal, wenn jemand zu einer ganz guten Schule gehört, schon mal genau sagen soll, was da gelehrt wird. Ne? Aber zur Schule gehören, denn diese Kämpfe um die Schulen ist für mich ein Festhalten. Was Leidenschaft. Ne? Nee, das ist aber, man muss sagen, da muss ich so widersprechen, weil es hat diese kämpferische Seite gemeint, sie hat den Buddhismus nie gegeben. Was hat, sie hast du was von der Spielleidenschaft? Ja, das ist aber typisch deutsch, das hat mit Buddhismus nichts zu tun. Es hat in Zeiten, also in der Zeit nach Buddha, 20 verschiedene Schulen gegeben. Ne? Also im Buddhismus, die immer nebeneinander gelebt haben. Und wenn du so willst, ist in jedem einzelnen Land, wo der Buddhismus Fuß gefasst hat, wenn du willst, eine neue Blüte entstanden, sind immer Dinge auch in der Art und Weise, wie das auch der Bachelor richtig kritisiert, zum Teil neue Dinge entstanden. Ja? Also zum Beispiel in Sri Lanka oder in Thailand. Thailand ist das einzige Land, wo es, glaube ich, Staatsreligion ist und so weiter. Und dann der ganze andere Bereich, das ist völlig anders, der nördliche Bereich, also China und Japan. Da hat's, auch in Japan gibt's viele, viele, viele große Schulen, die gar nicht hier zur Sprache kommen, wie zum Beispiel diese ganze, Buddhismus des reinen Landes, weiß ich nicht, ob das einer von euch kennt, ne? Das ist eine riesengroße Bewegung eigentlich, und was da im Vergleich dazu ist der Buddhismus klein, auch in Japan, ne? Also gibt's ganz, ganz, ganz viele Facetten, die also eigentlich nicht in der Art und Weise, wie sich hier Konfessionen bekämpft haben, dort bekämpft haben. Das ist nicht so. Aber es ist doch eigentlich Fakt, dass die Worte Buddhas und auch das, was er gemeint oder nicht gemeint hat, von Menschen aufgeschrieben worden ist. Es ist ja nicht irgendwas, was wir schwarz auf weiß vorliegen haben, sondern einfach alles eine Sache der Interpretation
Und er zieht die Sachen für sich so raus, wie er das am besten heutzutage interpretiert oder für sich weiterleben kann. Und andere Leute, die sagen, ich brauche die Wiedergeburt, ich brauche das Festhalten an Ritualen, an ja urzeitlichen Dingen. Letztendlich, wie ich dahin komme auf dem Weg, spielt doch gar keine Rolle. Sehe ich jedenfalls so. Wichtig ist doch nur, dass ich versuche, ein guter Mensch zu sein und meinen Weg nach Möglichkeit so gehe, dass ja links und rechts nichts kaputt geht, sondern eher da wieder weitergeholfen wird auf dem Weg. Das würde er jetzt, glaube ich, auch sofort unterstreichen. Das möchte er auch. Ja, aber ob ich jetzt nun auf den Weg komme, indem ich an alten Ritualen festhalte oder eine alte Praxis nehme oder halt das Ganze ein bisschen westlich oder ja nach der modernen Zeit sehe und auf den Weg gehe, Hauptsache es bloß schwimmt. Ja, das ist schön. Ich glaube, er hat das so formuliert, weil es so Menschen wie mich gibt. Ich habe dafür gesagt, ich fühle mich da sehr wohl, weil ich habe große hätte große Schwierigkeiten, mich Buddhist zu nennen oder zum wirklichen buddhistischen Glauben zu bekennen, mit diesen säkularen Vorstellungen, also mit Wiedergeburt, mit Karma in dieser ganzen Konsequenz. Ja. Wenn der Buddhismus noch Buddhismus ist, wenn er davon wirklich befreit ist oder es ganz offen lässt, dann würde ich mich schon fast jetzt schon Buddhist nennen. Ja, aber letztendlich, man könnte dich auch einen guten Katholiken nennen oder einen guten Protestanten, wenn du halt nach Christus leben oder nach den Worten leben würdest und nicht, was die Kirche dazu gemacht hat. Das ist schon richtig so. Aber die Distanz, deshalb muss ich gerade sagen, die lebenspraktische Distanz finde ich bei dem Christentum viel größer als beim Buddhismus. Die buddhistische Ethik anzunehmen, heißt auch irgendwie danach zu leben. Das ist das, was ich jetzt schon versuche sich zu machen. Zumindest zu mögen. Das ist der Weg, den ich versuche zu gehen. Ja. Und insofern fühle ich mich natürlich sehr, sehr aufgehoben. Ja. Ich wollte vorschlagen, dass Sie vielleicht jetzt mal die Rezeption, also was zum Beispiel Alfred Weil dazu gesagt hat, uns vorträgt, dass wir dann nochmal weiter diskutieren. Das ist ja auch interessant. Ja. Was die, also wollen wir mal sagen, orthodoxeren Buddhisten dann dazu sagen, wobei der Alfred Weil ja, weiß ich nicht, wie orthodox der ist. Mhm. Man muss schon sagen, das ist Theravada, ne, Schule. Theravada, ja, ja. Ja, viel wichtig dann schon, ne? Ja. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Ich finde es gut, dass es gibt, aber dass man weiß, unter welchem Lied das geht, ist schon wichtig. Ja, die Basis, auf der er argumentiert. Ja, natürlich, genau. Genau, ja. Ja. Mir ist das überhaupt nicht wichtig. Ich kenne persönlich, ist der Tag ja. Nein, aber es ist, was er meint, ist ja, dass jeder auf Basis eines Hintergrundes. Ja, klar. Genau, und das kann schon. Ne? Wir wissen nicht, ein Zen-Buddhist hat dazu nichts gesagt, ne? Oder doch? Doch, ich habe. Ja, mal sehen, ob sich das anders anhört oder nicht. Okay. Vielleicht mal gucken. Ja, Bachelor sagt selber, Zitat, Buddhismus 2.0 ist in gewisser Weise eine Herausforderung an die buddhistische Orthodoxie. Und tatsächlich, einige Vertreter anderer buddhistischen Ausprägungen nehmen die Herausforderung an. Die Reaktionen sind differenziert und werden inhaltlich begründet. Einer von ihnen ist Alfred Weil, der sich seit 1979 intensiv mit den Lehren des Buddha auseinandersetzt. Er schrieb in der Ausgabe 3 2013, also genau eine Ausgabe später, von Buddhismus aktuell eine von ihm Demontage 2.0 betitelte Replik auf den vom Bachelor in der Ausgabe 2 2013 vorgestellten Buddhismus 2.0. Um das Fazit vorwegzunehmen, Weil nennt ihn, in der Analogie bleibend, Zitat, in Wirklichkeit ein Deinstallationsprogramm, das den Dharma auf der Festplatte der Weisheit löscht. Und er fügt noch an, am besten also nicht anklicken. Wie begründet Alfred Weil seine Demontage? Er setzt an zwei wesentlichen Punkten zur Demontage an. Zum einen weist er den Begriff säkular in Bezug auf den Buddhismus zurück und zum anderen kritisiert er Bachelors Wissenschaftsgläubigkeit. Weil stimmt zwar Bachelors Kritik zu, dass Religionen eine Tendenz zum Dogmatismus entwickeln, Zitat, aber warum gleich das Kind mit dem Bade ausschütten? Und er widerspricht Bachelor, indem er kontert, die Lehren des Buddha haben durchaus eine religiöse Dimension.
Im Übrigen sei Mystik nicht jenseits aller Wirklichkeit, sondern etwas jenseits der uns momentan zugänglichen und erfahrbaren Realität. Die Lehren des Buddha sagen etwas aus über Phänomene, die außerhalb der fünf Sinne liegen, deshalb jedoch nicht weniger real seien. An diesem Punkt offenbart sich ein grundlegender Dissens zwischen Bachelor und Weil. Während Bachelor den Dharma frei von allem sehen möchte, was empirisch nicht verifizierbar ist, weiß Weil im Buddhismus gerade das Angebot des Transzendenten besonders zu schätzen. Er ist der Meinung, dass Bachelor, Zitat, die eigene Blindheit zum Maßstab macht. Dass im Zuge dieses Aufräumens auf dem Dachboden des Buddhismus Bachelor auch die Reinkarnationslehre und das Nirvana entrümpeln will, ist für Weil nicht akzeptabel und im Übrigen eine Reduktion auf eine weltlich vordergründige Ebene, die nicht neu in der Geschichte des Buddhismus sei. Einen weiteren Ansatzpunkt für Kritik liefert die andere vom Bachelor avisierte Bedeutung des Begriffs säkular. Entsprechend der Etymologie des Wortes will Bachelor seinen Entwurf von Buddhismus ja verstanden wissen in Bezug auf das Zeitalter, in dem wir uns befinden. Es sei nichts dagegen einzuwenden, so weil auf das Drängende und die Krisen der Zeit einzugehen, doch dies sei nicht genug. Die Botschaft des Buddha zielt weit über das Gegenwärtige hinaus. Ja, sie ist zeitlos. Mit zeitlos ist gemäß Weil gemeint, dass die Wahrheiten des Dharma losgelöst von historischen Gegebenheiten Gültigkeit besitzen. Weil sieht es so, dass die aktuellen Probleme einer Gesellschaft im Grunde die Symptome geistiger Phänomene seien, die im Buddhismus oft in die Formel von Gier, Hass und Verblendung gegossen werden. Ganz im Gegensatz zu Bachelor, der, wie wir eben gehört haben, die Interpretation ablehnt, dass das Verlangen die Ursache des Leidens ist, sagt Weil, dass sich die aktuellen Krisen eben gerade aus diesen nicht beherrschten psychischen Phänomenen ergeben. Also sagen wir mal schlagwortartig des Verlangens. Man erkennt hier, dass Weil und Bachelor die vier edlen Wahrheiten wesentlich anders interpretieren. Die Kausalität zwischen Leiden und Verlangen wird bei beiden genau entgegengesetzt gesehen. In einem dritten Angriff auf das Säkulare an Bachelors Buddhismus spricht Weil von einem säkularen Kurzschluss bei Bachelor. Zitat, Bachelor hat kein Vertrauen in das, was ein Erwachter lehrt, wohl aber in das, was Menschen Wissenschaft nennen. Er beanstandet, Bachelor setze fälschlicherweise Vertrauen in die moderne Wissenschaft. Also der hat da mal so ein bisschen was zu sich zu geäußert, deshalb bezieht er sich darauf. Obwohl die Geschichte doch gezeigt habe, wie sehr Wissenschaft irren kann. Er wolle zwar den Buddhismus nicht als etwas, woran es zu glauben gilt, folge jedoch mit seiner Wissenschaftsgläubigkeit einem anderen Glaubenssystem. Mit der Reduktion des Dharma auf den Boden nachvollziehbarer Tatsachen würden die Lehren des Buddha so zurechtgestutzt, dass sie in die kleinen menschlichen Köpfe passen. Abschließend resümiert Alfred Weil seine Replik so, dass Bachelors pragmatischer Ansatz, im Rahmen des achtfachen Pfades zu leben, bei Weitem nicht genug sei. Auf diese Weise verbleibe man in der engen Bewusstseinsblase des Hier und Jetzt. Buddha dagegen habe einen Ausgang aus jeglicher Unfreiheit gefunden und gelehrt, angeboten für die, die das Dasein selbst als Gefangenschaft empfinden und heraus wollen. Hier schließt sich der Gedankenkreis der Demontage. Für Alfred Weil ist der Buddhismus 2.0 in Wahrheit kein chancenreiches Update, sondern ein Deinstallationsprogramm und Bachelor mache sich zu einem prominenten Wegbereiter einer fortschreitenden Banalisierung der buddhistischen Lehre. Dann habe ich noch ein paar Leserbriefe was rausgegriffen, was andere dazu sagen. Ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt. Soll ich noch was weiterlesen? Ist nicht lang. Also ich habe hier so ein paar Meinungen gekürzt wiedergegeben. So schreibt beispielsweise Herr Billhardt über den säkularen Buddhismus: sozial engagiert, mit einem Einklang zur Wissenschaft, konzentriert auf das Wesentliche, die Lehre des Weges, befreit von allen Mythen der traditionellen Überlieferungsformen. Oder ein, wie heißt das, Shin-buddhistischer oder Sinn?
Kennt das jemand? Schinn. Keine Landleute. Priester lobt Bachelors Bemühen, durch das Herausstellen des Kerns des Buddhismus die bestehenden Differenzen zwischen den buddhistischen Traditionen überwinden zu können. Trotzdem vertritt er selber eine Gegenposition zum säkularen Buddhismus. Bachelors Behauptung, Buddha sei vor allem Pragmatiker gewesen, hielte vor der historisch-kritischen Forschung nicht stand. Also sehr interessant jetzt. Dies wüsste auch Bachelor und deswegen würden seine Aussagen diesbezüglich alle im Konjunktiv formuliert sein. Max Lang wiederum, der sich selbst als säkularer Buddhist erklärt, widerspricht Bachelors Formulierung, der Buddhismus könne als Glaubensreligion bezeichnet werden. Im Gegensatz zum westlichen Begriffsverständnis von Glauben sprechen beispielsweise die Tibeter von Anschauungen, welche stets überprüft werden müsse. Auch die Entwicklung von Riten sei nichts Verdächtiges, sondern sie seien ein Hilfsmittel, die eine Gemeinschaft entwickelt, um ihre Haltung und Ideen zu stabilisieren. Mhm. Und dann kann ich als letztes noch mal was von einem bekannten Dharma-Lehrer, dem Akinchanomag Weber, zitieren. Wenn säkulare Buddhisten die Überlieferungstraditionen pauschal als orthodoxen Buddhismus abtun, um die dem Zeitgeist sperrigen Aussagen dieser Überlieferungen für unwichtig oder der eigentlichen Botschaft des Buddha gar als nicht zugehörig zu erklären, dann scheint die Auseinandersetzung mit Buddhas Lehre bereits nach dem ersten Schritt zu stocken. Statt sich prüfend auf einen zweiten einzulassen, wird, was außerhalb des gegenwärtigen Erkenntnishorizontes liegt, präventiv als hinfällig erklärt. Ja. Entschuldigung, meine Frage doch nochmal. Was ist eigentlich orthodoxer Buddhismus? Ich weiß das nicht. Ja, das ist, glaube ich, ein Begriff, den der Bachelor benutzt. Ja, was meint er damit? Er meint, das geht halt Genau, alle, die anderer Meinung sind. Die traditionell an. Also, der klassische thailändische Theravada-Mönch, der tibetische Lehrer, der möglicherweise auch Zen Buddhist, weiß ich jetzt nicht, ja, weil dafür müssen wir ihn selber fragen, ja. Also so die Klasse, die auf eben die Gegenposition vertreten. Logischerweise. Das ist ja immer angenehm, wenn man die dann mit irgendwelchen, zum Beispiel orthodox, ist ja leicht abwertend. Eben. Das ist ja der Trick. Ja. Schön gesagt. Ja gut, wobei man natürlich auch das Ganze durchaus auch als einen sportlichen Wettbewerb verschiedener Meinung betrachten kann. Man muss das also jetzt nicht als Grabenkämpfe zwischen verschiedenen Richtungen betrachten. Also das ist letztlich meine Entscheidung. Also ich begrüße eigentlich in gewisser Weise diese Art der Auseinandersetzung, weil es hier also irgendwas wo gibt. Und ich hoffe, dass wir also, sagen wir mal, dann vielleicht in 500 oder 600 Jahren wissen, was wir dann tun hier. Weil so lange wird die Rezeption dauern, das war in anderen Ländern genauso. Das hat 500 bis 1000 Jahre gedauert. Und dann hat sich was Neues gezeigt. Und was das ist, das weiß heute kein Mensch. Und daher glaube ich, dass also die, ich finde schon gut, wenn man sagt, ich gehöre zu der Schule, weil ich denke, dann praktiziere ich wirklich einen Weg, dann kenne ich ihn auch. Ja, deswegen bin ich da, wo ich bin. Aber ob ich nun, sagen wir mal, da jetzt im Widerspruch zu dir ausstehe, das ist mir völlig egal. Ne? Also solange wir miteinander reden und da eine gemeinsame Basis da ist, auch wenn man unterschiedliche Ansicht ist, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das wäre also meine Position dazu. Die ich da habe, ist, was ist für dich eine Schule? Also weil ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich hatte nie das Bedürfnis, mich Buddhisten nennen zu müssen und zu praktizieren. Also mir fehlt nichts. Meine Frage, also das ist, sagen wir mal, ich habe jetzt einen Begriff gebraucht, den ich habe vielleicht auch unkritisch gebraucht, den habe ich einfach so aus unserer Tradition genommen. Das ist einfach in einer, sagen wir mal, Lehre, auch ein problematischer Begriff, natürlich verschiedene Richtungen gibt. Das ist eigentlich alles. Ja, wie dürfen wir das jetzt auffassen, was Bachelor schreibt? Ist das jetzt wirklich ein Gedanke, der zur Reformierung des Buddhismus führt? Oder ist es wirklich nur ein Update, das den Buddhismus gesellschaftsfähiger macht, um möglichst viele neue Buddhisten zu generieren? Also das, was die katholische Kirche gerade versäumt, weil es an ihren alten Traditionen und ihren Wahrheiten unbedingt festhält und vielleicht sich nicht genügend öffnet? Ist das also jetzt der Öffnungsprozess, der einfach nur die Wirkung hat, möglichst viele wieder bei der Stange zu halten, weil sonst vielleicht im Buddhismus genau das gleiche passieren würde wie in anderen Weltreligionen, das heißt mindestens mal im Christentum? Und wie würde man das denn jetzt einstufen, was da passiert? So hätte Bachelor das jetzt auch gefragt. Der würde genau sagen, also wir müssen das anpassen, weil das passt nicht mehr in die heutige, moderne, westliche Welt. Deshalb kickt er die Sachen da raus,
Karma Wiedergeburt und sagt, sonst könnte es sein, dass der zu Randfigur wird, der Buddhismus. Aber wichtig ist doch, dass man das Ganze einfach im Fluss hält, auch darüber redet. Und so, das ist eigentlich das, was ich ja als Punkt sehe. Also so würde ich das auch sehen. Als Anregung, also generell in der Gesellschaft darüber zu sprechen und nachzudenken oder auch zu üben. Aber auch nochmal als Reflexion, wenn man einer Schule angehört, eben darüber generell auch nochmal nachzudenken. In welche Richtung gehe ich? Also ich sehe das eher so als Aufforderung, sich selbst nochmal zu reflektieren oder auch mit anderen zu reflektieren. So sehe ich das auch. Also jeder muss ja zu diesen, es gibt ja im Grunde zwei Positionen. Ich kann einmal sagen, ich finde den und den Lehrer, die und die Schule super, ja, und sag, der wird Recht haben, weil ich weiß, das ist ein toller Typ und der ist erwacht, sagen wir mal zum Beispiel, ja, und dann kannst du sozusagen in dem Verlassen, im Vertrauen darauf, dass der das jetzt weiß, kannst du natürlich sehr schön, das war nicht auf dich bezogen, das ist klar, ne, sondern eine generelle Idee, ja, dann kannst du sehr schön sozusagen in eine Richtung arbeiten, weil du ja dir nicht mehr so viel Gedanken über links und rechts und so weiter machen musst, das ist ein echter Vorteil auch, ja. Du kannst aber auch sagen, okay, ich gucke mir das an, was Leute sagen, und ich finde meinen eigenen Weg. Was das Problem haben kann, dass man natürlich dann auch mal quasi schlingernd unterwegs ist, weil es ja auch verschiedene Ideen und Meinungen gibt, ja. Und dann ist das natürlich eine tolle Auseinandersetzung. Ja, auch eine Reflexion, um sich in dem zu bestärken, was man tut. Also ja. Zum Beispiel. Das kann auch zu demselben Ergebnis führen unter Umständen. Ne? Also dass man genau dasselbe macht, weil man eben erkennt, das, was der und der Lehrer sagt, das kann ich ja auch total teilen. Weil auch wenn ich es überprüfe und mir selber Gedanken drüber mache, stehe ich auch dazu. Aber das weiß man im Vorhinein halt eben nicht. Das ist dann, ja, wenn man die zweite Position hat, dann erlebt man das auch nicht als Bedrohung. Also ich habe jetzt die Idee auch, dass man sein, was er jetzt entwickeln will, aufbauen will, dass man das aus seiner Lebensgeschichte vielleicht verstehen kann, dass er erst ordinierter Mönch war. Und dann hat er aber erlebt, die Hardcore-Buddhisten, die sagen, ja mal, wenn du nicht an Wiedergeburt glaubst, dann bist du kein Buddhist. Aber wollte er ja sein, ne? Und dass sich das dann irgendwie so entwickelt hat. Und er hat jetzt wohl die große Kampfansage, hier die ganzen Glaubensfragen raus. Und wir für uns sagen jetzt, ich mache sowieso, was ich will. Hauptsache, ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren. Und also mir persönlich ist es letztendlich auch egal, was da für ein Glaubenssystem draus entstanden ist und was sie denken. Ich nehme das raus, was für mich, für mein Leben heilsam ist, für die Menschen, die mit mir zu tun haben, fertig. Ne? Ganz simpel. Also muss man grundsätzlich sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass das, was ich praktiziere, mit Glauben nichts zu tun hat. Überhaupt nichts. Ja. Das hat nur mit Praxis zu tun, ja. Hat, also mit einer ständigen Überprüfung, wie schon gesagt worden ist auch, dass man lernt das, man geht in die Praxis, guckt, stimmt das für mich, ich mache eine bestimmte Erfahrung, und weil ich eine gute Erfahrung mache, dann mache ich es wieder. Das ist eigentlich alles. Und da will ich noch eine zweite radikale These aufsteigen. Wenn ich mir sämtliche Schulen anschaue und den wirklichen Kern der ganzen Geschichte mir wirklich vor Augen führe, dann sagt sie, es ist eigentlich nur geistige Entwicklung, die stattfindet. Ja? Also, wenn wir folgen der Lichtnatur des Menschen. Alles andere ist, wie ich schon mal gesagt habe, eben, ist historischer Schmuck, ist da und da so gewesen. Ja? Deswegen sagen wir im Zen zum Beispiel auch, ja, wir sagen, sprechen von Zen, meinen aber eigentlich nur geistige Dynamik des wirklichen Lebens. Also irgendwo bist du ihm, glaube ich, relativ nah, indem du sagst, der ganze Schnickschnack ist egal. Nur er würde vielleicht nicht sagen, geistige Entwicklung. Er sagt, Aufgaben pragmatisch offen. Es ist aber auch von der Idee her, was ja viele buddhistische Lehrer sagen, manche auch Zen-buddhistische, die nennen sich ja nicht Buddhisten, sondern Dharma-Praktizierende. Das hast du auch schon mal gehört. Ne? Ja, ja, schon gehört. Aber auch von der Lüdruck sagt das auch. Er sagt, also Buddhismus ist jetzt unwichtig. Also ich bin Dharma-Praktizierender. Das heißt, ich wende die Lehre des Buddha an, ich praktiziere, ich meditiere, Und das ist ja auch eine sehr pragmatische Haltung. Da würde er da möglicherweise nicht mehr als orthodoxen Buddhisten bezeichnen mit solchen Aussagen. Vielleicht aber doch, wird er vielleicht noch was finden. Naja, es ist auch bezeichnet, dass viele Leute, die viele, viele Jahrzehnte auch da als ordinierte Mönche rumgelaufen sind, auch hier in Deutschland, dass die sich alle dann sozusagen, das war nochmal ein europäisches Wort,
exklaustrieren lassen, also sozusagen ihre Robe. Oder entroben, wie man das nennt dann hier. Ne? Das ist eigentlich auch interessant. Und zwar, ich kenne inzwischen einige auch davon, dass sie natürlich, sagen wir mal, mit dieser, sagen wir mal, der Verkrustung, die in diesen einzelnen Schulen oder Traditionen stattgefunden hat, nichts mehr zu tun haben wollen. Und tatsächlich sagen, okay, wenn, dann will ich mich auf das wirklich dynamische Element dessen, was der Buddha gelehrt hat, oder der, den man den Buddha nennt, müssen wir jetzt noch ganz genau sagen, ne, weil keiner weiß, ob er wirklich gelebt hat, dass ich das tue. Ne? Und sie wollen natürlich auch wieder Freundinnen haben, Sex haben und so. Das könnte auch ein Mitmotiv sein. Das ist nur für den Bildschirmbuddhismus. Der Zen-Buddhismus hat überhaupt kein Problem damit. Die haben seit vielen Jahren, ja, leben die nicht mehr. Aber in allen anderen Richtungen, also fast allen anderen Richtungen, ist es ja so, dass Mönche dann... nicht zölibatär. Also ja. In Japan leben die nicht mehr zölibatär. Ne? Aber auch die Mönche oder nur die Äbte? Also man muss... Das geht auch viel durcheinander. Es gibt bei uns ja immer den Unterschied zwischen dem sogenannten Priester im Orden und dem anderen, dem sogenannten Bruder, wie man immer sagt. Ja? Mhm. Wir schmeißen das mal alles durcheinander. Es gibt einfach in Japan Zen-Priester. Mhm. Die sind auch verheiratet. Ja. Ja. So. Und dann gibt es Leute, die zeitweise in einem Kloster leben. Und da kommt es wieder darauf an, auch wie dieses Kloster geführt ist. Mhm. Zum Beispiel ist meiner Ansicht nach der Abt Muru, ein deutscher Abt von einem japanischen Soto-Zen-Kloster, der ist verheiratet, Kinder, lebt da mit seiner Frau im Kloster. Also, das ist dann eine Frage, dass das da ganz anders geregelt ist, weil das da also irgendwann aufgehoben worden ist. Ne, der Zölibat, ne? Also, naja, aber ich lese immer nur, dass die Äbte, deswegen frage ich, also, dass die Äbte Frauen haben, und es sind halt überwiegend Männer. Es tut mir leid, das kann ich nichts für. Ne? Oder gibt's auch Zen-Frauenkloster im Zen-Buddhismus? Ja, es gibt natürlich. In Japan? Ja, aber ob da jemand feiert, das weiß ich nicht. Es gibt natürlich auch Frauenklöster, klar. Genau, aber ich lese immer, dass die Äbte dann verheiratet sind, aber die Frage ist ja, ob die Leute, die nicht Äbte sind, ob die Mönche auch heiraten dürfen. Könnte man natürlich begründen, dass man sagt, für einen bestimmten Zeitraum, wenn man da ordiniert ist als Mönch oder so, dann soll man sich ganz auf den Dharma konzentrieren und dann kann man ja hinterher Abt werden, aber nicht jeder wird vielleicht Abt. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, viele werden Priester und nehmen dann ja also eigentlich auch das ist meistens Familienerbe und Tempel, ne? Und dann können sie natürlich auch Funde, heiraten. Ne? Und heiraten dann und so weiter, ne? Aber das ist natürlich schon, sagen wir mal, ja gut, eine Entwicklung, die jetzt in eine andere Richtung geht, glaube ich, ne? Mhm. Ansonsten ist da, also gerade jetzt in der Soto-Schule, setze ich mich viel an Neuerungen auch da, ne? Und sagen wir mal, ich glaube, wir sehen das alles hier ein bisschen strenger, als wir das da in Japan sehen, ne? Kann sein, ja. Ja, wir neigen aber, glaube ich, dazu, dass es ein bisschen zu doof ist. Also ich habe andere Erfahrungen gemacht, ich war in Korea und in Japan an Tempeln, wir durften da nicht übernachten, wenn da eine Frau war. Da haben nur Männer an. Ja, mag sein, das war ein Tempel, so sieht es. War ein Männertempel, dann ja, also nehme ich mal an. Ja, ich da übernachten kann. Welche Schule waren das, weißt du was? Ja, konnte ich mir nicht fragen. Also, das war halt wirklich die Sprache sehr Tempel. Die sprachen wenig Englisch, die haben sich sehr bemüht. Mhm. Und das war eindeutig klar, die reden nur gerne mit Männern und Frauen, bleiben draußen. Also wir dürfen tagsüber mal gucken kommen, dürfen auch weit hinten sitzen, aber das war schon extrem. Brinsa ist das auch so, Brinsa ist Zen, ne? Also in einer Schule, da wird auch keine Frauen ordiniert in Japan. Mir ist die Schule da total egal, ich war nur, hab gedacht, das ist eine Form von Buddhismus, die mir persönlich nicht gefällt. Na gut, das ist halt... Dafür bin ich gegangen und es war gut. Aber das könnte dir ja natürlich in einem Theravada-Kloster vielleicht auch passieren, oder? Also ja, es ist jetzt nicht, also es heißt nicht, dass die Richtung mir nicht gefällt. Dieses konkrete Kloster, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Grund, weil ich dann... Ja, weil man spürte, dass da ganz viele Regeln waren, die man nicht kapierte. Und, ja. Und weil nicht jeder willkommen war. Und ich finde, das ist nicht der Grund für das. Also, mich würde mal interessieren, die Fragestellung auch mit euch, wie essentiell ist die Wiedergeburtslehre für die Gesamtaussage Buddhas? Und denkt ihr, dass der Bachelor einfach sagen kann, weg damit, passt nicht und raus? Das finde ich schon ganz schön mutig, ne? Die erste Frage, was verstehst du unter Wiedergeburt? Was wird mit Wiedergeburt zum Beispiel? Ja, das ist ja im Buddhismus sowieso eine problematische Frage. Nehmen wir es mal in dem, wie es Buddha so formuliert hat, der ewige Kreislauf Samsara, der Wiedergeburt. Das ist Karma, was du von dir sprichst, oder der Kreislauf, aber das ist die Wiedergeburt. Aber da muss ja dann, also wie ich es verstehe, also ich zitiere jetzt Lündrup, grob gesagt, was wiedergeboren wird, aber nicht nur,
sind sozusagen, ist unser Verlangen. Also er würde jetzt, er hat mal, glaube ich, zugespitzt gesagt, die neurotischen Tendenzen werden wiedergeboren. Das ist die Idee. Das ist aber jetzt eine verwässliche, ja. Also das heißt, Verlangen wird wiedergeboren, denn wo kein Verlangen ist, gibt es laut buddhistischer Lehre keine Wiedergeburt. Das ist dann Nirvana. Das völlige Auslöschen des Verlangens, dann ist die Wiedergeburt, das ist die klassische Lehre. Und die, das wird aber jetzt nicht eben, man selber wird, das ist so die Idee, so wie ich so verstehe, immer unter Vorbehalt, ist, würde jetzt nicht, ich glaube erstmal nicht, ich bin ja da ganz neutral sozusagen bei dem Punkt, aber nicht ich werde wiedergeboren, sondern meine Tendenzen werden wiedergeboren, das ist die Idee. Also das, deswegen Verlangen, ja, also die Tendenzen, die Wünsche und so weiter, das wird wiedergeboren und findet dann in einem anderen Körper wieder in irgendeiner Weise einen Ausdruck. Ohne dass man sagen kann, das ist derselbe Mensch, der jetzt da ist. Und das macht die Sache eben ja auch, der Begriff Wiedergeburt ist eigentlich falsch. Ja, aber dann kann ich doch mir vorstellen, dass dein Verhalten, so wie du dich jetzt gibst, ja. Du bist Vorbild für die andere Generation, die nach dir kommt. Die nehmen also praktisch deine Sachen, die du rübergebracht hast und die gut finden, weiter in ihr Leben auf. Mhm. Also wird praktisch dein Lebensweg oder dein Wandel auf der Welt immer weiter vererbt oder immer wieder weiter neu geboren. Nicht, so ist es aber jetzt nicht gemeint. Das ist natürlich auch auf jeden Fall der Fall. Ja, aber... Aber du meinst jetzt so, sag mal, du redest jetzt mit mir, hast einen Einfluss auf mich... Und, nein, das ist ja ein Blödsinn. Ich wollte jetzt sagen, und dann trage ich diesen Einfluss ja weiter. Oder du redest mit deinen Kindern. Mein Handeln, ja, wie ich mich verhalte, wie Mutter Teresa jetzt gut zu allen war, dass dieser Weg dann praktisch durch die nachfolgende Generation, die sagt, Mensch, die hat da toll gelebt oder toll gehandelt, das wird wiedergeboren oder weitergetragen, immer wieder neu. So ist aber das ist sicher der Fall. Also das ist aber doch immer wieder eine Wiedergeburt von deinen Gedanken oder von deiner Lebensweise. Man könnte das sogar begründen. Es gibt ja dieses Beispiel mit der Kerze, die in einer anderen angezündet wird. Ja. Und das hat ja sowas von, das ist ja irgendwie eine andere Kerze und so. Die Flamme wird immer wieder erneuert. Ja, ja, aber es ist schon, also soweit ich es bisher gelesen habe und auch von Lehrern gehört habe, ist es schon so die Vorstellung, dass da so mal etwas von dir, häufig wird vom Geistesstrom gesprochen. Mhm. Ja, dieser Geistesstrom, der ist dann irgendwie noch, auch nach dem Tode noch da, das ist schon so die Idee. Aber der Geistesstrom besteht nicht in der kompletten Person, sondern in diesen Tendenzen, die da sind. In diesen, ja. Aber ich will das nicht verteidigen. Das ist nur das, so wie ich es verstanden habe. Und wenn du also fragst, ob das klassisch, also ob man darauf verzichten kann, das war ja eigentlich die Frage. Ja, nee, mehr. Ob man da einverstanden sein kann, wenn der Bachelor sagen kann, passt nicht, weg damit. Ob der nicht irgendwie doch die Essenz des Buddhismus da ankratzt. Also er hat ja quasi selber gesagt, was für ihn die Essenz ist, aber ich frage mich das als ziemlich Unbelesener vom Buddhismus. Hat er da nicht was Zentrales einfach entfernt? Ja. Dann meldet sich noch jemand rein. Ja. Also, für mich hat die Frage der Wiedergeburt ganz eindeutig was mit dem Erwachen zu tun. Denn wenn ich erwachen will und das logischerweise nicht in einem Leben schaffe, dann brauche ich viele Leben, so dass ich in jedem Leben meine Neurosen immer mehr zur Seite legen kann. Von daher ist es für den Buddhismus, wie ich ihn verstehe, oder für den Sinn des Lebens, wie ich es verstehe, ohne Buddhismus und vielleicht auch in irgendwann mal Christentum gewesen, ganz essentiell an Wiedergeburt und an Erwachen zu glauben. Ja. Kerstin? Ja, mir ist irgendwie, ich kann das für mich auch nicht so beantworten. Ich weiß es vom Zen, dass das eigentlich nicht so sehr wichtig, sowieso nicht so wichtig ist mit der Wiedergeburt. Also die ganze Frage mit der Wiedergeburt ist da gar nicht so wichtig irgendwie. Und ich weiß, dass es im Tibetischen ja ist es so essentiell, was nach dem Tod passiert, ist eigentlich viel wichtiger als was, also, oder beziehungsweise, das hängt so stark zusammen. Wir haben mal so eine ausgefeilte Vorstellung auch von den Zwischenwelten, dass ich mir da nicht vorstellen kann, aus deren Sicht, dass man das tun könnte. So. Ja. Weil das so, das ist so verflochten, geht so Hand in Hand.
Und ich finde einfach seltsam, dass er das, also ich finde, was ich gehört habe, ist das eigentlich, er will in den Buddhismus ja wieder rein, eigentlich befreien von Verkrustungen, also eigentlich wieder zurückführen auf das Eigentliche. Ja, mhm. Und aber eigentlich Religion heißt ja Zurückbindung. Also Religion ist ja nicht Glaube. Religion im Sinne des Wortes ist ja Rückbindung wieder. Rückbindung an das Eigentliche. Und das jetzt dann säkular zu nennen, also weltlich. Und weltlich ist für mich gerade im Grunde der gehört zum Dualen. Also da, ich finde die ganzen Begrifflichkeiten schwierig, weil ich mich an jedem einzelnen Begriff sofort aufhänge und den eigentlich erstmal klären möchte. Darum finde ich es total schwierig, überhaupt jetzt so eine Gesamtschau dazu zu sagen. Mhm. Ja. Also merke ich es irgendwie. Mhm. Aber mir gefällt es irgendwie nach dem Eigentlichen zu suchen. Das finde ich ist eigentlich die Kernfrage. Im Buddhismus sowieso in die Kern. Ja. Führt das auch wiederum nicht weg. Ich habe eben mal gedacht, wäre das vergleichbar mit dem Christentum, wenn einer sagt, ich will Christ sein, aber ich glaube nicht, dass Jesus nach der Kreuzigung auferstanden ist. Mhm. Könnte man das gleichsetzen? Von der Dimension her? Warum nicht? Naja, es ist natürlich problematisch, weil es gibt ja einen deutschen ehemaligen Dienermönch, der genau das sagt. Der sagt, die Wiederauferstehung Christus ist eine innere Erfahrung der Jünger. Aber deswegen wird es trotzdem als Wiederaufstehung bezeichnet. Also es ist nicht das Dogma der Kirche, sie haben den ja auch dann benötigt, oder er hat sich nicht gefühlt, daraus rauszugehen, aber er steht sich weiterhin als Christ. Aber spielt das denn überhaupt eine Rolle? Spielt es eine Rolle, ob ich wiedergeboren werde? Das ist halt die Frage. Es kommt auf die buddhistische Richtung an, wie das betrachtet wird. Also die tibetischen Buddhisten zum Beispiel, die sehen es schon so, dass es eine Rolle spielt. Dann muss ich mich hier also in diesem Leben gut führen, damit ich dann also wieder gut wiedergeboren werde, damit ich ein Ziel habe. Oder ich muss mich auch nicht bemühen, weil ich werde sowieso wiedergeboren. Ja. Ich muss mich nicht bemühen, weil ich ja nicht wiedergeboren werde. Das Erwachen ist der Schlüssel, um auf die Lebenskreis auf Samsara herauszukommen. Solange ich nicht erwacht bin, werde ich da immer wieder drin sein. Da kann man auch karmische Ideen rauslassen. Aber klassischerweise geht man ja davon aus, dass, also ich gebe es nur wieder, dass ja das, was du in diesem Leben tust, Auswirkungen aufs nächste Leben hat. Ja. Und wenn du etwas ethisch Schlechtes tust, hat es negative Auswirkungen. Wenn du etwas ethisch Gutes tust, hat es positive Auswirkungen, immer mit diesem Samen-Dingsbums dabei noch, also dass man nicht genau weiß, wann das zum Tragen kommt. Das ist ja die klassische Idee. Und dann hast du einen sehr großen Impuls, dich ethisch, also wenn du daran glaubst, sich gut zu verhalten. Ja, richtig. Und weil du ja weißt, dass es auf die nächsten Leben Auswirkungen hat, dass es also weit über dieses Leben hinausgeht. Das heißt also, um sich ethisch zu verhalten, ist es ein guter Hebel, wenn man dran glaubt. Ja, eben. Also wenn ich mich gut verhalte, dann glaube ich dran. Und wenn ich mich nicht gut verhalte und eben so lebe, dass es mir nur gut geht und nicht den anderen, dann spielt es ja eh keine Rolle, weil ich werde ja doch nicht wiedergeboren. Nein, dann fällt nur die... Es kann ja sein, es gibt ja auch... ich meine, wir können ja jetzt auch Gründe haben. Also es muss ja nicht nur das Nächste... natürlich nicht. Aus deren Sicht... ich erkläre immer was ich selber jetzt so nicht verteidigen möchte, ja, weil ich da eine sag mal, indifferente Haltung zu habe. Ja, ich halte es für mich persönlich auch nicht für so wichtig, ja. Aber auf jeden Fall gibt es natürlich auch andere Gründe, sich ethisch zu verhalten. Eben. Also. Das ist ja das Wichtige. Ist man doch eher Überzeugungstäter, wenn man ethisch oder versucht, nach einer Ethik zu leben, als dass man das tut, weil man irgendeine Aussicht auf irgendetwas, richtig, was nach dem Tod ist, besteht. Das geht ja auch. Da warte ich dann nicht. Dann schließt das andere ja nicht aus, ne? Genau. Ja, aber das ist für mich Motivation. Erstens glaube ich nicht an Leben nach dem Tod oder auch an die Wiedergeburt. Also von daher kennst du mich nicht in Frage, aber es wäre auch für mich nicht Motivation, deswegen, richtig, sag mal, ein so guter und so Mensch zu verhalten. Sein. Ja, genau. Nach bestimmten, für mich akzeptablen ethischen Verhaltensnormen zu richten. Nein, dann musst du auch an Karma glauben. Der Glaube an Wiedergeburt reicht dafür natürlich nicht aus. Wenn du aber an Karma glaubst, dann ist das schon eine gute Motivation. Aber daran glaubst du ja auch nicht. Dann Karma, dann nur hier und jetzt. Und als Christ komme ich dann in den Himmel. Und so, der Georg wollte. Ja. Johannes wollte. Ja, also ich finde, das ist aber wichtig, wenn wir, vor allem wenn wir jetzt über ethische Grundsätze sprechen. Die hat's alle.
vor den großen Weltanschauungen gegeben. Das heißt, die Menschen haben in vielen, vielen 10.000 Jahren herausgefunden, dass es was Schlechtes ist, wenn man sich gegenseitig umbringt. Ja? Oder wenn man sich beklaut. Und das sind gesellschaftliche Regeln entstanden. Ich habe immer behauptet und immer wieder, meine 10 Geboten sind eigentlich nur eins religiös, nämlich das erste, ich bin der dein Gott, alle anderen sind säkular. Ja? Das sind Regeln, die sowieso schon da waren, die aber, das weiß auch fast kein Mensch hier, da wird nicht gesagt, dass das Christum nur in sich hineingeholt hat. Ja? Ja. Und das ist natürlich im Buddhismus auch nicht anders. Deswegen ist sicherlich diese ethischen Grundsätze, die Menschheit, egal in welcher Kultur entwickelt hat, immer die Basis. Und darauf baue ich dann Häuser, wie Weltanschauungen, Religionen. Ja, deswegen finde ich diesen ganzen Zusammenhang da mit Karma und Ethik ganz problematisch. Ich möchte an dem Punkt nochmal zu bedenken geben, einfach, dass es ja nun auch in unserer Tradition eben diesen Begriff der Struktur gibt, wie ich den versuche eben darzulegen, ne? Dass man eben halt bestimmte Verhaltensweisen weitergibt. Damit kann ich leben als Idee, ne? Weil das ja nie konkret ist, du hast das getan und da passiert es jetzt, weil das ist auch immer eine Frage dann der Möglichkeit, dass eine Krankheit bei jemandem ausbricht. Ja, das muss aber nicht sein, damit kann ich leben. Ja, ansonsten glaube ich, dass es immer problematisch ist, wenn man Begriffe aus einer anderen Kultur übernimmt, wenn man die nicht ganz genau auch hier auf unser Sein hier bezieht. Ne? Denn ich glaube, dass die ganzen, viele, viele, viele Übersetzungen aus dem Sanskrit und auch aus dem Pali, dass die alle sehr problematisch sind. Ne? Dass die alle sehr problematisch sind von ihrer Wortwahl her, weil genau diese Wörterbücher entstanden sind in Deutschland in der Zeit der Romantik und genau dieses ganze Denken und die ganzen Bewusstseinsvorstellungen dieser Zeit transportieren. Ja, also müssen wir immer wieder ganz genau vorsichtig sein, was wir da tun, welche Begriffe wir wie benutzen und so weiter. Ne? Deswegen ist meine Radikalität eben die, wenn ich mich als Mensch weiterentwickeln kann, dann bin ich wieder auch bei dem Thema Floß oder Boot oder wie auch immer, dann nehme ich diese Mittel für mich in Anspruch, die mir weiterhelfen. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube auch, dass die grundlegende Lehre des Dharma genau das ist. Ja? Dass das genau ist, ich muss mich weiterentwickeln, ja, ohne jetzt wirklich jetzt Hintergedanken an Moral und Ethik, und das hilft mir weiter, das zu tun. Und meinem Menschsein und meiner Würde entsprechend zu leben. Und an dem Punkt hast du auch keinen Dissens mit Bachelor im Endeffekt. An dem Punkt, weil das wird ja wahrscheinlich auch. Und da hast du aber auch wahrscheinlich keinen Dissens mit vielen anderen Buddhisten. Buddhismus sowieso nicht. Aber auch in anderen buddhistischen Richtungen nicht. Also können wir für uns eigentlich ganz locker beschließen. Ja. Ist alles wurscht. Wir gehen sowieso unseren Weg. Genau. So ungefähr wie so aussehen. Stimme ich dir, das ist ein sympathischer Gedanke. Es ist ja auch schwer, zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Ich könnte von Goldstein ein ganz kurzes Schlusswort, soll ich machen, vorlesen. Ja. Der schreibt, aber nicht in Bezug auf Bachelor, wie viel von unserer spirituellen Praxis ist nichts weiter als die kulturelle Hülle des Ostens, die uns im Westen gar nicht nützt? Oder lehnen wir manche wichtigen Lehren und Praktiken ab, nur weil sie uns zwingen, unsere westliche Sofaecke zu verlassen? Wie viel können wir verändern, ohne die Essenz anzutasten? Okay. Vielen Dank. Ja.